so als ob es nicht innerhalb der Meisterschaft wäre, haben gesagt, wir nehmen brasilianischen Fahrer an Bord. Wir hoffen darauf, dass wir in der Zukunft hier brasilianische Sponsoren haben können. Und dann kommt die ganze Geschichte auch in die richtige Richtung. And today we received a victory because of, as I said, for the championship, this is the same to prepare a race. We made a very good job and I hope to have this victory because of the quality of our... Tja, wir haben, glaube ich, einen guten Job gemacht, haben das Auto gut präpariert. Tja, und im Moment sieht es ja so aus, als ob wir den Sieg einfahren könnten hier. Und ich hoffe, dass uns das gelingt, dass wir hier dieses Rennen in der Klasse siegreich beenden können. Also der Statistik von Labre tät sicherlich gut. Oha, was ist das? Also auf jeden Fall die 92 hat da ein Problem mit der hinteren Radaufhängung. Ja. So, und jetzt ist man da wohl in der Box und tja, da qualmt es gewaltig. Möglicherweise hat man da auch schon einen Feuerlöscher in Gang bringen müssen. Also da ist irgendwie, jawohl, Einsatz des Feuerlöschers. Weiß nicht, ob es da tatsächlich gebrannt hat, ob es nur die Bremsbeläge waren, aber oi. Und der Führende der LMP2 hatte einen mächtigen Ausritt. Die 45. Das Hinterrad sieht aber auch nicht mehr gesund aus, nee, gell? Nee. Also. Da rechts hinten. Ja. Also das hat dem Auto sicherlich nicht gut getan, hier dieser Ausflug. Ja, dem ist was gebrochen. Ja, so ist es. Dem ist hinten was gebrochen. Da gucken ja, die ganze Hinterradaufhängung ist defekt. Ja. Also wenn er das überhaupt schafft, da wieder zurückzukommen an die Box. Tja, so schnell kann es gehen. Und genau das ist es.